So, es ist wieder soweit. Montag, 19 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich hoffe, Sie sind alle gut in die neue Woche gestartet. Mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich wieder heute Abend mit dabei sind. Wir haben heute wieder spannende Themen für Sie. Zu Gast bei uns heute ist wieder unser beliebtes Trading-Dreiergespann, die Trading-Gruppe 2.0 mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Ich möchte euch ganz herzlich bei uns heute begrüßen. Ja, dann gehen wir doch gleich zur heutigen Agenda über und schauen mal, was wir bei uns heute haben. Wir haben vier Punkte. Auf der erste Tagespunkt ist der Rückblick, den der Ingmar wie immer übernehmen wird. Zweiter Punkt ist die Analyse zum DAX und Nasdaq 100. Und dafür werden wir dann auch Trading-Strategien unter Punkt 3 vorstellen. Vierter Tagespunkt, Fragen, die wir versuchen wieder zwischendurch zu beantworten. Und wenn es nicht reichen sollte, was aber eigentlich nicht vorkommt, dann machen wir das am Ende oder im Nachgang. Ja, bevor wir allerdings wieder einsteigen und zu den interessanten Punkten kommen, möchte ich und muss ich Ihnen die rechtlichen Hinweise wieder vorlesen und Sie darauf aufmerksam machen. Das sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Zweiter Punkt, die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Und der dritte Punkt ist, jeder, der mit Hebelprodukten handelt, der weiß, dass es auch ein Totalverlustrisiko geben kann und dass es ein Ausfallrisiko des Emittenten geben kann. Das ist die Einführung, das soll es erstmal gewesen sein. Ich übergebe dann gleich mit dem Rückblick an den Ingmar, der jetzt einen Rückblick ja, an Sie gibt und ja, ich übergebe dir immer. Ja, vielen Dank, Markus. Hallo auch in die Runde. Es freut uns, dass wir heute wieder mit dabei sein dürfen. Markus hat schon gesagt, ich werde wieder einen kurzen Rückblick geben auf das letzte Webinar von uns. Dort hatten wir zwei Währungspaare vorgestellt. Einmal den Euro gegenüber dem US-Dollar und einmal den australischen Dollar gegenüber den US-Dollar. Und wir wollen mal schauen, wie sich diese beiden Strategien entwickelt haben seitdem. Schauen wir zunächst auf die Strategie vom 19.06. auf den Euro-US-Dollar. Dort hatten die Vorfilter angezeigt, dass wir einen Short-Einstieg suchen sollten. Das war aber nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir positionieren uns vollkommen und einseitig auf der Short-Seite, sondern wir suchen eher ein Produkt raus, mit dem wir von seitwärts Märkten bzw. sogar leicht abwärts bis abwärts gerichteten Märkten profitieren können. Dort hatten wir dann entsprechend, beziehungsweise Markus dann entsprechend einen Discount-Put-Optionsschein vorgestellt. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei einem US-Dollar 12, mit den Zielen bei 1,10, 1,08, 1,06 und 1,04 und einem anfänglichen Stopp bei 1,1310. Und Sie sehen ganz unten schon, der aktuelle Kurs ist höher als der Stopp, sodass diese Strategie leider nicht aufgegangen ist. Und wir aus diesem Trade wieder rausgeflogen sind. Sie sehen hier auf dem nächsten Slide auch den Chart. Dort sehen Sie blau wie immer eingekreist den Tag des Webinars. Und einige Tage später wurde dann auch das Limit bei 1,12 getriggert. Wir sind dort in die Position eingestiegen. Doch dann ist der Euro gegenüber dem US-Dollar hat deutlich aufgewertet, ist deutlich angezogen und unser Stop-Level wurde auch direkt leider erreicht, sodass wir uns aus diesem Trade wieder verabschiedet haben. Und wir werden jetzt einfach schauen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten hier weitergeht und werden gegebenenfalls eine neue Strategie auf den Euro-US-Dollar dann vorstellen. Die zweite Strategie, wie ich anfangs schon gesagt habe, war auf den australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar. Und dort hatte René aufgezeigt, dass die Vorfilter uns einen Long-Einstieg anzeigen. Laut Stefan sollten wir mit einem Limit bei 0,75 in den Markt einsteigen, mit den Zielen bei 0,775, 0,785, 0,82, 0,86, 0,95 und einem Stopp bei 0,73, also sehr eng gefasster Stopp. Und Sie sehen ganz unten der aktuelle Kurs 0,7655. Noch hier wollen wir schauen, was in der Folge passiert ist. Es ist im Endeffekt nichts passiert, da wir leider mit dem Limit von 0,75 noch nicht zum Zug gekommen sind. Sie sehen ja hier blau eingekreist wieder den Tag des Webinars oder die Tage rund um das Webinar. Und Sie sehen eben, dass wie erwartet eigentlich der Australdollar gegen US-Dollar noch ein bisschen zurückgesetzt hat, aber nicht bis in den Bereich um 0,75, sondern nur in etwa bis 0,755. Und deshalb sind wir dort nicht zum Zuge gekommen. Stefan,
Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt hier machen würdest. Ich habe das hier noch offen in Chart. Würdest du jetzt sagen, wir sollten die Strategie streichen, wir sollten das Limit bei 0,75 fliegen lassen oder sollte man eventuell sogar das Limit anziehen? Hast du da gerade kurz mal eben ein paar Sätze, die du uns vielleicht noch dazu sagen kannst, wie du da jetzt vorgehen würdest, rein aus charttechnischer Sicht? Also ich würde momentan in Anbetracht der Tatsache, dass die Märkte gerade etwas stärker schwanken, würde ich das Limit erstmal streichen und würde dann erst gucken, ob sich dann eine neue Gelegenheit ergibt damit. Okay, also würden wir das dann jetzt rausnehmen und dann gegebenenfalls beim nächsten Mal schauen wir dann nochmal drauf und stellen dann eventuell eine neue Strategie vor, falls der Australdollar gegenüber dem US-Dollar nochmal zurücksetzen sollte und wir dort einen passenden Einstieg finden würden. Genauso machen wir es. Perfekt, dann war es das im Endeffekt auch schon mit dem Rückblick. Wir hatten nur diese zwei Werte beim letzten Mal vorgestellt. Heute wollen wir wieder auf zwei Werte schauen. Zum einen auf den DAX und auf den Nasdaq 100. Dort wird René wieder entsprechend die Vorfilter aufzeigen und Stefan die Charttechnik anwenden. Und schlussendlich wird Markus dann die passenden Produkte aufzeigen, wie man dort investieren kann. Von daher wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und Markus hat es schon gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie haben hier eine Fragebox, dann stellen Sie Ihre Frage und wir versuchen die während des Webinars natürlich entsprechend zu beantworten. Und falls eine Frage ist, wo ich denke, dass diese für die Allgemeinheit interessant ist, dann werde ich auch entsprechend mich da zuschalten und die Frage an Stefan, René oder Markus direkt stellen, sodass jeder das mitbekommt. Viel Spaß und wir hören uns dann später wieder. Bis nachher. Hallo zusammen in die Runde. Wir beginnen mit dem DAX und schauen uns zunächst einmal die saisonale Komponente an, schauen uns den üblichen saisonalen Turnus an und der zeigt ab Mitte Juli doch recht steil gen Süden. Wir sehen, dass das typischerweise die Korrekturzeit in einem Jahr ist. Die unterjährige Korrektur beginnt typischerweise so Mitte Juli. Häufig gibt es am Anfang, gerade bedingt durch den morgigen Feiertag, um diesen Feiertag herum ist der Markt nochmal recht freundlich im Durchschnitt. Und dann so zur Monatsmitte bildet der Markt häufig seinen Top aus und korrigiert dann bis in den Herbst hinein. Das geht meist bis in den späten September, auch bis in den Oktober hinein und würde sich also dementsprechend anbieten, rein saisonal betrachtet im DAX auf der Short-Seite entsprechende Einstiege zu suchen. Zweite Komponente, die wir uns anschauen, ist die Volatilität bzw. vielmehr in welche Richtung die großen Kerzen gerichtet sind. Das ist typischerweise eine ganz gute Indikation, ein ganz guter Hinweisgeber für künftige Trends, denn große Kerzen, eine Kerze ist ja immer zeitlich limitiert. Wenn wir uns den Tageschart betrachten, dann entspricht eine Kerze einem Handelstag. Das sind zwar dann im DAX schon knapp 14 Stunden, oder das sind genau 14 Stunden im DAX Future jedenfalls, aber es ist auf jeden Fall eine zeitliche Limitierung und eine große Kerze kann zwingend nur damit einhergehen, dass viel Volumen durch die Leitung sozusagen gepumpt wurde. Und das können nur große Institutionen herbeiführen. Das können nicht ein paar kleine Trader, die vielleicht gerade mal aus Versehen auf einen Knopf drücken, verursachen, sondern das können nur große Institutionen verursachen. Und wenn man weiß, wie große Institutionen agieren, wie sie agieren müssen, dass sie Positionen, wenn sie mal anfangen, sie aufzubauen oder wenn sie anfangen, sie abzubauen, dass sie diese dann über mehrere Tage, häufig sogar über Wochen, auf- bzw. abbauen, dann ist es relativ logisch, dass man auf diese großen Impulse achtet. Und zuletzt, wenn man sich die letzten zwei größeren Kerzen anschaut, oder die zwei größten Kerzen, das war einmal diese hier, die war abwärts gerichtet, und jetzt hier, die war auch abwärts gerichtet. Letztere hier ist sogar nach dem, was ich als Filterkriterium für mich selbst habe, eine wirkliche Impulskerze, nämlich dass sie das Doppelte des 10-Tage-Durchschnitts der Ranges ausmacht. Einfach ein sinnvolles Maß, was mir die aktuelle Range in Relation zu der gegenwärtigen Volatilität setzt. Denn wenn man nominale Werte nehmen würde und sagen würde, eine Range ist immer dann groß, wenn sie 200 Punkte groß ist oder wenn sie 400 Punkte groß ist,
dann hätte das keine dynamische Komponente, aber wenn man die aktuelle Range immer in Relation zu den letzten x Tagen setzt oder zum Durchschnitt der letzten x Tage, dann kann man zu jeder Zeit und bei jedem Indexstand sehen, war das denn jetzt wirklich groß? War das denn wirklich impulsiv oder war es nicht so? Und hier hatten wir jetzt jüngst wirklich den ersten kräftigen Abwärtsimpuls. Häufig ist es so, dass der Markt dann nochmal eine Gegenreaktion zeigt. Gerade so die Eröffnungsniveaus, das wäre jetzt hier so die 12.650, 12.700, gerade die Eröffnungsniveaus dieser Impulskerzen, die haben doch A, eine gewisse Anziehungskraft, fungieren aber B, auch als recht guter verspäteter Einstiegszeitpunkt. So nutze ich das jedenfalls. Würde also bedeuten, falls der Markt jetzt nochmal so ein bisschen nach oben schlürft, dann wäre hier die Eröffnung dieser Impulskerze, wäre also hier ein ganz sinnvolles Niveau, roundabout, wie gesagt, zu 12.650, 12.700. Auf diesem Niveau, wenn man jetzt noch nicht auf der Short-Seite investiert ist, würde sich auf jeden Fall antizyklisch etwas anbieten, nach meiner Vorgehensweise. Das muss nicht für jeden gelten, sondern das ist eben meine persönliche Erfahrung und mein persönlicher Vorgehensduktus. Und last but not least schauen wir uns das Ganze auch aus Intermarket-Sicht an. Da schauen wir uns unter dem Chart den Vol Value an. Das ist also ein Indikator, der einfach den DAX in Relation zum Bondmarkt setzt und relative Über- oder Unterbewertungen anzeigt. Da hatten wir seit Dezember 2016, also seit knapp einem halben Jahr, eine Divergenz gebildet. Damals war der Markt bei 11.500 als relativ überbewertet angezeigt worden, hat aber mitnichten korrigiert, lief so ein bisschen seitwärts und zog dann aber weiter nach oben. Und auch hier ein Erfahrungswert, keine Garantie, dass es so kommt, aber ein Erfahrungswert zeigt, dass wenn solche Intermarket-Divergenzen gebildet werden, dass der Markt dann auf dieses Niveau zurückkorrigiert. Bedeutet also, ich persönlich setze Ziele, wenn ich im DAX auf der Short-Seite handle, ich persönlich setze Ziele so in der Region um 11.500, weil es einfach der Ursprung dieser Divergenz ist. Heißt aber nicht, dass das auch garantiert erreicht wird, sondern das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich mit diesem Indikator, mit diesem selbstentwickelten Intermarket-Indikator gemacht habe. Und man wird natürlich sehen, ob das so kommt. Aber nach verschiedensten Herangehensweisen, saisonal, Intermarket, hatten wir jetzt auch hier jüngst auf diesem Niveau, so bei 12,8 ungefähr, ein Short-Signal, das war hier an dieser Stelle. Wir haben eine Divergenz gebildet, die eine Korrektur bis 11,5 erwarten lässt. Das kann natürlich auch weiterlaufen, überhaupt keine Frage. Also egal, wie man das dreht und wendet, zyklisch, saisonal, intermarkettechnisch, es spricht einfach immer mehr dafür, dass der Markt korrigiert, dass er diese Korrektur, diesen Impuls, den ersten Impuls, den wir jetzt auch gesehen haben, fortschreibt und dass wir da noch weitere Abschwächungen sehen im deutschen Aktienmarkt, aber natürlich auch in den USA. Dort, auch aus Intermarket-Sicht, ist es recht sinnvoll, sich immer anzuschauen, die Relation zwischen den Schwergewichten und den Tech-Werten. Und da haben wir auch jetzt zuletzt relative Schwäche bei den Tech-Werten gesehen. Bedeutet also, auch da aus Intermarket-Sicht haben wir Hinweise, die auf eine Top-Bildung, eine vorläufige Top-Bildung hindeuten. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass der Bullenmarkt zu Ende ist, aber dass er vielleicht mal eine größere Verschnaufpause einlegt. Das wird anhand verschiedenster Parameter und Indikationen doch zunehmend wahrscheinlicher. Die klassische charttechnische Sicht wird uns jetzt der Stefan näher bringen und wir hören uns dann später wieder. So, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich werfe nochmal ganz kurz einen kleinen Blick auf die Saisonalität ein, denn wenn wir die Saisonalität vorstellen, dann kommt gerne der Hinweis, der Zeitraum ist jetzt nur bis dahin dahin oder ist zu kurz oder zu lang oder was auch immer. René hatte jetzt vorhin einen saisonalen Chart eingeblendet, wo die Rohdaten bis 2007 gelten. Ich habe hier jetzt eine aktuelle Auswertung, die ist etwas länger, die ist 2000 zurückgerechnet begonnen und geht bis Anfang des Jahres jetzt von den Rohdaten her. Und wenn man jetzt diese Balkengrafik mit der
Liniengrafik vom René vergleicht, dann ergibt sich im Großen und Ganzen da kein Unterschied. Das bedeutet, bei einer längerfristigen Betrachtungsweise zeigt sich, dass die, fangen wir mit dem 1980er an, so rum ist der richtige, zeigt sich, dass der August und der September die beiden Monate sind, die als einzige ein negatives Ergebnis hervorgebracht haben. Und dass der Zeitraum von Mai bis Ende September dann doch etwas schwieriger ist, sodass von der Statistik her da eher in Richtung Short-Positionen gearbeitet werden kann, während dann die letzten drei Monate des Jahres mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Gewinn hervorbringen. Das Gleiche habe ich jetzt auch nochmal ausgewertet seit 2000. Und auch da zeigt sich, dass der Zeitraum von Mai bis September ein negatives Ergebnis hervorbringt. Da ist es jetzt etwas deutlicher, der Zeitraum ist etwas kürzer von der Berechnung. Aber im Großen und Ganzen hat sich am Ergebnis nichts geändert. Und wenn man die zwei Auswertungen jetzt vergleicht, auf der einen Seite die bis 1980, dann zeigen sich zwei Sachen. Auf der einen Seite ist eben der August und der September mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, geht es dann nach unten. Und der Zeitraum Oktober bis Dezember hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse steigen. Und das gleiche Bild ergibt sich dann eben auch bei der Auswertung seit 2000, auch da haben wir den August und September massiv rot, während der Oktober bis Dezember dann doch sehr grün aussieht. Das nur ganz kurz als Zwischeneinschub zur Saisonalität, bevor ich dann wieder zur klassischen Chartanalyse komme. So, jetzt sollte der auch eingeblendet sein. Genau, das ist der DAX auf Monatsbasis, den wir hier sehen. Und da wird klar, auf welchem langfristigen Niveau wir momentan sind. Man sieht hier immer, wenn der DAX beispielsweise hier vor Ausbruch der Finanzkrise oder hier nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, wenn der DAX oder der MACD auf Monatsbasis gewisse Niveaus erreicht hat, dann ging es eben immer wieder nach unten. Und das Gleiche hatten wir hier auch 2015, weil eben auch so ein klassisches Verkaufssignal. Und im Anschluss ging der Aktienmarkt, der DAX eben hier nach unten und ist zeitweilig sogar unter die 9000 gefallen. Was wir jetzt haben ist, man sieht hier, dass die beiden Durchschnittslinien sich bereits wieder zu verengen beginnen und wir auf der Monatsebene allmählich auch in ein Verkaufssignal hineinlaufen. Das ist jetzt für unseren kurzfristigen Trade noch nicht relevant, denn dieses Verkaufssignal, das da entstehen wird, das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann zum Tragen kommen. Aber nur, dass man mal so ein bisschen den langfristigen Hintergrund hat, wenn man jetzt einen Trade eingeht. Aus dieser Perspektive sieht man eben, dass zwar kurzfristig jetzt da komme ich gleich in den tieferen Charts noch mit drauf, dass kurzfristig da durchaus ein Rücksetzer möglich ist, dass aber wahrscheinlich dann dieser Zeitraum, den ich bereits erklärt habe, Oktober bis Dezember, dann doch wieder eine Aufwärtsbewegung nochmal mit sich bringt und dass die große Korrektur dann erst frühestens im nächsten Jahr zu erwarten ist. Okay, gehen wir dann gleich eine Ebene tiefer, das ist dann die Wochenebene und da sieht man schon, dass es hier erste Verkaufssignale gibt auf einem relativ hohen Niveau. Hier der MACD auf Wochenbasis berechnet. Und wir hatten hier einen kurzen Ausbruch über dieses Hoch, was wir im letzten Jahr hatten. Da fehlt dann die Dynamik, die ist bisher nicht eingetreten. Und jetzt sind wir da wieder nach unten weggerutscht und haben dabei eben auch auf der mittelfristigen Basis, der Berechnungsbasis der Indikatoren da ein erstes Verkaufssignal im positiven Terrain zudem noch generiert, sodass auch von der Seite davon auszugehen ist, dass wir jetzt erstmal diese saisonale Bedingung erfüllen und dass der DAX auch in den nächsten Wochen erstmal zur Schwäche neigen wird. Letztendlich machen wir mit den ganzen Auswertungen, versuchen wir ja irgendwo eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, um zu sagen, okay, man geht jetzt den Trade ein mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs sich eben in die eine oder andere Richtung bewegt. Also was ich trotz der vielen Jahre, wo ich jetzt an der Börse aktiv bin, was ich nicht kann und was ich immer bewundernswert finde, wenn es ein anderer kann, ist, dass er sagt, am 27. September in diesem Jahr wird der DAX bei 9.357,23 Punkten stehen oder sowas.
Das, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber was wir eben mit unserer Herangehensweise sehen, ist, dass es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, momentan, dass eben die Aktienmärkte und in dem Fall speziell der DAX in den nächsten Wochen eben zur Schwäche neigen wird. So, jetzt sind wir schon in der Tagesebene und da sieht man diesen ja etwas schwächer ausgeprägten Aufwärtstrendkanal, den wir seit dem letzten Jahr ausbilden, hier auch nochmal kenntlich gemachtes Hoch, das ich vorhin angesprochen hatte aus dem Jahr 2015. Das sind wir hier erstmal abgeprallt, dann nach oben drüber gegangen und haben jetzt hier nochmal so im Prinzip das Hoch einigermaßen getestet. Allerdings zeigt sich mit der negativen Divergenz, die wir hier im Tageschart zum MACD haben, schon ein Verkaufssignal. Jetzt rein, die Divergenz ist schon ein Verkaufssignal. Was wir dann noch haben, ist mit dem Ausbruch, der hier nach oben erfolgt ist in den letzten Wochen, hatten wir eine Übertreibung. Ein Ausbruch aus einem aufwärts gerichteten Trendkanal nach oben zeigt immer eine Übertreibungsphase an und der Wiedereintritt ist dann entsprechend ein massives Verkaufssignal. Und in dem Fall sind wir jetzt eben rein wieder in den Trendkanal. Jetzt ist es vorstellbar, dass der DAX hier nochmal eine kleine Konsolidierung mit sich bringt und danach dann eben in den nächsten Wochen weiter nach unten läuft. Und dabei ist das Kursziel dann letztendlich die Unterseite dieses Trendkanals. Gehen wir aber noch eine Ebene tiefer bzw. etwas mehr ins Detail rein. Das ist jetzt ein Tageschart vom DAX mit diversen Indikatoren. Ich habe sonst in der Regel immer nur den MACD, weil der ist am einfachsten im Internet bei jedem x-beliebigen Chartprogramm zu finden und ergibt aus meiner Sicht mit der richtigen Anwendung auch interessante Signale. Was wir hier jetzt haben, ist zunächst der MACD auf Tagesbasis. Hier sieht man nochmal die negative Divergenz etwas schöner. Wir hatten hier auch jetzt zuletzt ein Verkaufssignal im positiven Terrain. Das bedeutet, die beiden Durchschnittslinien haben sich geschnitten und fallen jetzt weiter nach unten. Der Abstand nimmt hier etwas zu. Das sieht man hier unten noch an dieser gestrichelten Linie. Das misst hier immer den Abstand der beiden Durchschnittslinien. Ganz kurzfristig hier, das ist der Stochastikindikator, sind wir hier im im unteren Bereich angelangt und das ist jetzt ein Anzeichen dafür, dass es eben, wie ich schon erwähnt habe, so eine ganz kleine Konsolidierung hier die nächsten Tage geben könnte und dann im Anschluss ist eben davon auszugehen, dass es eben weiter nach unten weggeht. Ich mache mal jetzt die Linien wieder weg, dass man etwas mehr erkennen kann dabei und zoome mir das Ganze noch mal etwas näher heran. Denn was hier auch noch eingezeichnet ist, das sind die Bollinger Bänder. Noch ein Indikator. Wir hatten hier zuletzt eine sehr enge Bandbreite dieser beiden Bänder und das spricht immer dafür, dass mit einer dynamischen Bewegung über kurz oder lang zu rechnen ist. Und diese erfolgt dann so lange, wie der Kurs eben an der einen oder anderen Seite von den Bändern klebt. In dem Fall sind wir jetzt nach unten ausgebrochen aus den Bändern und diese Bewegung spricht eben dafür, dass die Dynamik hier weiter nach unten anhalten wird. Als Vergleich, wenn wir das mal sehen, gehen wir zurück ins Jahr 2016, Ende des Jahres. Da hatten wir hier auch einen relativ überschaubaren Bereich. Das hat sich dann hier nochmal ganz eng zusammengeschnürt im Anfang Dezember. Und dann ist der DAX hier eben nach oben ausgebrochen und hat dann wirklich eine sehr steile Aufwärtsbewegung vollzogen. Und ähnlich kann ich mir das eben jetzt auch vorstellen. Die blaue Linie hier, nur der Vollständigkeit halber, ist die 90-Tage-Linie. Ich achte da nicht wirklich auf Durchschnittslinien, weil die meiner Meinung nach keine wirklich erfolgsversprechenden Signale mit sich bringen. Aber das wird gerne mal nachgefragt, weil der eine oder andere dann doch da drauf schaut. Ich habe es hier mal eingeblendet in dieser Darstellung. Das ist die 90-Tage-Linie. Unten haben wir die 200-Tage-Linie. Wie gesagt, für meine Analyse nicht relevant. Gehen wir dann auf die Kursziele, was hier viel interessanter ist. Das nächste Kursziel würde dann in der Abwärtsbewegung so im Bereich um rund 12.000, 11.800, das sind hier so die
Tiefpunkte, die hier in den letzten Wochen dann erreicht worden sind. Das ist so das erste Kursziel. Im weiteren Verlauf haben wir dann, da gehe ich jetzt nochmal etwas zurück, dann kann man es wieder besser erkennen. Beziehungsweise ich kann hier nochmal in die Tagesebene reingehen, da sieht man es eben dann auch. Wie schon erwähnt, hier die Region so 11.800. Die nächste markante Region ist hier der Hochpunkt, den wir Ende 2015 hatten und hier auch Anfang des Jahres nochmal als Unterstützung bestätigt hatten. Das ist so die Region um rund 11.500. Und soll das hier wirklich zu einer größeren Korrektur kommen, dann geht die natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert immer ein paar Tage. In der Zeit steigt diese Unterseite des Trendkanals weiter an und daraus ergibt sich dann eben so ein Kursziel bis irgendwann im August, September zwischen 11.200 und 11.500 Punkten. Das ergibt sich einfach durch diese Trendlinie, wenn man die weiter fortsetzt. Sollte diese Trendlinie, dieser Aufwärtstrendkanal nach unten unterschritten werden, dann gibt es ein Trendwendesignal und dann ist als nächstes Kursziel hier die Region um rund 10.800 zu sehen, als der DAX Ende des Jahres oder im Herbst des letzten Jahres Probleme hatte, nach oben anzusteigen. Das wäre dann so das Kursziel oder das erste Kursziel im Falle einer Trendwende. Ich gehe jetzt noch nicht weiter, weil jetzt schauen wir erst einmal, wie weit der DAX überhaupt runterkommt und ob die Unterseite dieses Aufwärtstrendkanals bestätigt wird. Und bis dahin werden wir uns sicherlich noch das eine oder andere Mal sehen oder hören. Und dann können wir auch schauen, wie wir mit der aktuellen Strategie, die wir jetzt heute vorstellen, weiterverfahren. Und sollte der DAX dann eben weiter einen Wert verlieren, dann kann man da trendfolgend die Stoppkurse weiter anheben. So. Für die Strategie selbst bin ich jetzt nochmal hier in die Stundenebene reingegangen. Das bedeutet, eine Kerze stellt eine Handelsstunde dar. Da sieht man dann noch ein paar mehr Details, wie beispielsweise Kurslücken, die der DAX dann aufgerissen hat, wie hier zum Beispiel. Und diese Kurslücken, die werden dann im Verlauf immer gerne geschlossen. Die letzte hier vom März ist noch nicht geschlossen, nee, das ist April, Entschuldigung, ist noch nicht geschlossen worden. Davon ist jetzt auszugehen, dass im Zuge der aktuell eingeläuteten Abwärtsbewegung dann das Kursziel hier, das nächste, so bei 12.100 liegt, eben auf Stundenebenen. So, jetzt ist es so, wir sehen uns ja nicht täglich, sondern wahrscheinlich wieder in, glaube ich, 2 Wochen oder so. Und da ist es immer etwas schwierig, eine Strategie vorzustellen, die dann auch die passt auf die aktuelle Bewegung. Deswegen fahren wir in der heutigen Ausgabe mal zweigleisig. Ich habe auf der einen Seite habe ich ein Limit von 12.490. Das ist so knapp über dem aktuellen Niveau. Wir hatten hier so bei 12.500 in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme auf dem Weg nach oben oder nach unten. Jetzt vollziehen wir hier wahrscheinlich eine klassische Pullback-Reaktion zurück an diese ehemalige Unterstützungslinie und dann kann es sein, dass der DAX gleich nach unten abdreht. Deswegen hier ein Limit ganz knapp an dieser jetzigen Widerstandslinie 12.490 und diese Short-Position würden wir dann absichern mit einem Stoppkurs bei 12.770 und das ist hier eben knapp über dem letzten markanten Zwischenhoch. Das ist die eine Strategie mit Limit. Die andere würden wir, also die Hälfte eben in die Limit-Strategie, die andere Hälfte in die Stop-Buy-Strategie. Das bedeutet, wenn der Kurs hier nach unten das letzte Tief, was wir hier am Donnerstag markiert hatten, unterschreitet, dann würden wir eben zukaufen. Und jetzt kann es sein, dass man auf der einen Seite mit der Limitstrategie nicht mehr zum Zuge kommt, weil der DAX vielleicht morgen dann schon nach unten wegbricht. Dann wird auf jeden Fall die Stop-Buy-Strategie greifen. Im besten Falle würden beide aufgehen, die Limitstrategie und die Stop-Buy-Strategie, sodass wir die volle Position dann im Zuge der Abwärtsbewegung, der erwarteten Abwärtsbewegung aufbauen können. Stop-Buy in dem Fall 12.250 Punkte und diese Strategie würden wir dann eben knapp über dem letzten Zwischenhoch hier bei 12.000
480 Punkten absichern. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Limit-Strategie wäre aufgegangen. Der DAX gibt weiter nach und er schreitet dann das letzte Zwischentief. Und in dem Fall würden wir dann den Stoppkurs für beide Strategien auf die 1280 nachziehen. Das bedeutet, wenn der DAX ein neues Tief macht, dann eben dann auch den Stoppkurs von der ersten Strategie von 12.770 auf 12.480 nachgezogen und dann nach unten hin eben die Kursziele, die ich vorhin schon erwähnt habe, die 11.800 hier und dann im weiteren Verlauf die 11.500, 11.200, je nachdem, bis wann der DAX da eben hinkommt. Ich wiederhole nochmal ganz kurz am Ende die beiden Strategien, bevor ich dann zu Markus übergebe, der Ihnen dann zeigt, wie man die passenden Produkte dazu raussuchen kann. Die eine Strategie Limit 12.490 Punkte mit Stoppkurs 12.770 und soll der DAX weiter nachgeben, Stop Buy bei 12.250. Das bedeutet, erst bei einem Unterschreiten von 12.250 wird man eine weitere Short-Position eröffnen und die dann mit 12.480 abgesichert. Solle die erste Limit-Strategie aufgehen, dann würde hier auch der Stoppkurs auf 12.480 nachgezogen. Gut, soweit von meiner Seite. Die Stimme lässt schon ein bisschen nach bei mir, deswegen übergebe ich jetzt an den Markus. Ja, danke dir Stefan für deine Ausführungen. Ich versuche noch einen draufzusetzen. Also wir fangen jetzt einfach mal an, die erste Strategie umzusetzen mit Hilfe des Guidance Desktop dann gleich. Wir versuchen, wie gesagt, oder suchen ein passendes Produkt zu dieser vorgestellten Short-Strategie, um eben die mögliche Konsolidierung zu spielen. Und es handelt sich, wie gesagt, um eine saisonale Strategie, die wir dann in gestaffelt irgendwie berechnen müssen, wo wir den ersten Teil in eine Limit-Order und eine Limit-Order einsteigen. Der zweite Part wäre dann mit einer Stop-Buy-Order. Aber damit Sie das einfach mal grafisch sehen, hole ich mir jetzt einfach den Guidance Desktop auf meinen Schirm und dann schauen wir uns an, wie wir damit anfangen könnten. Ja, und setzen dann natürlich vom Stefan auch die Kursziele und die Stop-Losses ein. So, Sie sollten jetzt meinen Schirm sehen. Ich möchte Ihnen nochmal hier oben links zeigen, hier ganz oben links blau hinterlegt, eben nochmal die Internetseite für den Guidance Desktop. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, den meisten ist ja der Guidance Desktop ja bekannt, Sie sehen eben eine Produktbox, eine Chartbox hier oben, Sie sehen die Eingabemaske in der Mitte und Sie sehen eine Produktbox hier unten, die dann die passenden Produkte ausspuckt. Ich habe jetzt mal hier, Sie sehen hier die Köpfe noch rausschauen am rechten Ende, den Ingmar und den Stefan überdeckt, ja, damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird. Ihr müsst mir es einfach genehmigen, dass ich eure Köpfe hier überziehe. Ja, letztendlich ist ja hier in diesem beim Guidance Desktop immer standardmäßig der DAX vorab eingestellt. Sie sehen das hier in der Mitte und den brauchen wir jetzt auch. Und wenn wir gleich einsteigen und sagen, ja, der DAX steht momentan bei 12.475 ungefähr, 12.475 und wir würden eben nochmal davon ausgehen, dass der DAX nochmal minimal nach oben dreht auf 12.490, damit die Strategie greift, gebe ich die dann einfach hier auch ein in den blauen Kasten. Wir geben die Eckdaten ein, 12.490 als Limit für den ersten Part des Trades. Zweiter Part, Kursziel, Sie sehen es im Grün, gebe ich jetzt einfach mal, wir haben es gehört, 11.800, 11.500, 10.800, ich nehme wieder die Mitte, die goldene Mitte, 11.500 als Kursziel und als Stop-Loss erst einmal knapp 2,5% oberhalb des Limits, die 12.770. So, und jetzt sehen Sie, kommen hier verschiedene Produkte rein, wir ziehen uns oben in dem Chart einfach mal die Grafik ein bisschen schöner zusammen. Wir sehen hier unten auch Chance-Risiko-Verhältnis, dass im Prinzip der Einstieg bis zu den 11.500 Punkten hier knapp 3,5-mal so groß diese Strecke ist, wie der Abstieg vom Einstieg von 12.490 zum Stop-Loss-Level. Also sieht man dann auch immer ganz schön grafisch. Diese Farben finden Sie immer wieder in der Grafik oder beim Guidance Desktop, wie gesagt, hier der Einstieg ist blau markiert, das sehen Sie dann auch hier unten in der Produktwelt. Sie sehen es aber auch grafisch hier, wo der Einstieg ist und Sie sehen hier sehr schön 12.490, im Kringel das Ganze nochmal. Dann sehen Sie das Kursziel hier grün hinterlegt,
bei den Produkten grün hinterlegt und oben auch in der Grafik grün hinterlegt, wenn wir die 11.500 als Kursziel im DAX sehen würden. Hier auf der linken Seite sehen Sie WKNs, kennen Sie alles schon, und wie gesagt, die WKN, die hier oben steht, bildet die Strategie, die wir eben gehört haben vom Stefan, am ehesten ab. Und wir sehen eben auch, dass hier Stop-Loss-Level knapp, hier haben wir noch einen Puffer auf der rechten Seite, 10% sagt das aus. Was bedeuten die 10%? Die sagen einfach nur aus, dass alle Knockouts hier, die hier aufgeführt sind hier unten, und Sie sehen, die steigen an, steigen immer weiter an, weil wir eine Short-Strategie haben, dass die maximal hier unten 10% entfernt sein dürfen von dem Stop-Loss-Level, von den 12.770. Und wir gehen hier 10% hoch und dann sind wir unten knapp bei 12.000, glaube ich, 12.800. Wo sind wir, wenn wir runtergehen? 12.900. Wir kommen immer weiter runter. Also 10% maximal werden hier angezeigt. Wir könnten noch weiter runter zoomen, aber im DAX gibt es eben relativ viele Produkte. Sie sehen auch, hier möchte ich nochmal zeigen, wenn wir uns vom Knockout entfernen und immer größer werden in der Zahl, kriegen wir immer natürlich einen größeren Puffer. Das Produkt wird immer wertvoller und wir sehen, dass der Produktpreis hier, der Einstieg, immer teurer wird. Also von 306 aktuell, wenn die Strategie greift, bei 306, und wir gehen immer weiter höher, 335. Ja, wir sehen aktuell beim obersten, wenn wir uns das oberste Produkt mal anschauen, die Geldbriefspanne, ja, und wir sehen aktuell kostet das Produkt 3,41 €, und beim Greifen von 12.490 würde das Produkt mit 3,065 bei Ihnen eingebucht werden. Geht die Strategie auf, fällt der DAX auf die 11.500, dann sind wir bei 12,95 €. Geht sie nicht auf und wir werden ausgestoppt bei 12,77, dann gibt es eben 25 € zurück. Das Ganze wieder hier mit 10.000 € gespielt, 1% allokiert. In dem Fall, wenn wir eben die Position splitten und erstmal mit dem Limit reingehen und später, wenn es in die richtige Richtung nach unten geht, nachordern bei 12.250, würde ich dann mit der Hälfte des Volumens reingehen oder nur ein halbes Prozent eben allokieren und nicht 1%. Und ja, ich muss das jetzt nicht nochmal eingeben. Das ist, die Strategie ist, glaube ich, klar geworden. Wenn wir dann runterlaufen im DAX bei 12.250, dann würde dann die zweite Hälfte investiert werden und wir würden dann eben das Stop-Loss-Level hier im Prinzip von 12.770 für die neue Position, aber auch für die erste Position auf 12.480 nach unten senken. Ja, Chance-Risiko-Verhältnis habe ich angesprochen. Ich mache es nochmal ein bisschen kleiner, wie Sie dann hier jedes Mal auch sehen, dass Sie hier noch die Broker auswählen können hier oben. Sie können verschiedene Broker ansteuern und könnten dann die Produkte kaufen. Wie gesagt, das Produkt hier am obersten aufgelistet wäre eigentlich das, was am ehesten passen würde zu der besprochenen Strategie Short, DAX Endlos, Turbo, Short. Und ja, wie gesagt, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen alle nicht, in welche Richtung es geht, aber laut dem Chart und den besprochenen Punkten sieht es sehr wahrscheinlich aus, dass eben eine Konsolidierung kommen könnte und wir diese auch dann mit diesen Produkten spielen könnten. Ja, das soll es mit dem ersten Produkt gewesen sein. Ich würde jetzt dann an den René übergeben, der dann weitermacht mit der zweiten Analyse auf den Nasdaq 100, und wir hören uns dann gleich wieder. So ist es. Wir beginnen auch hier mit der Saisonalität und werfen mal einen Blick auf einen etwas anderen saisonalen Chart, der eine Problematik beim Anwenden von Saisonalitäten auch aufzeigen soll. Hier sieht man die letzten zwei Jahrzehnte saisonal auseinanderklabustert. Die orangene Linie ist mit vorher beschriftet, das heißt, das ist die Zeit von 1997 bis 2006, und die grüne Linie, die zeigt 2007 bis 2016. Das heißt, man hat also zwei Dekaden saisonal genommen und stellt sie gegenüber, einfach um zu sehen, ob dieses saisonale Muster oder ob diese saisonalen Passagen, ob die denn stabil sind über verschiedene Dekaden oder ob die wandern. Und hier sieht man gerade diese typische Herbstschwäche, die der
die der US-Aktienmarkt hat oder die in der klassischen Saisonalität auch zu sehen ist, die ist natürlich in den vorhergehenden Jahrzehnten, eben von 1997 bis 2006, da hatten wir ja natürlich die Russland-Krise, da hat es mal so ein bisschen gescheppert, dann das Platzen der Dotcom-Blase. Da waren also schon auch bärische Momente dabei oder einiges an bärischen Momenten dabei, während wir in der Zeit von 2007 bis 2016 eigentlich, ja, abgesehen von 2008, also 2007, 2008, die Lehman-Pleite, haben wir eigentlich nur ein bullisches Moment drin. 2011 war nochmal so ein bisschen eine Korrektur. Aber man sieht, dass der Markt, dass diese Schwäche im Herbst nicht immer da ist. Also man sollte das verstehen, wenn man Saisonalitäten nutzt als Filter. Deshalb ist es ein Filterelement, was uns natürlich einen Vorteil bringt, eine Orientierungshilfe bringt, aber man muss verstehen, Saisonalitäten greifen nicht immer, auch nicht immer in dem Ausmaß, und Saisonalitäten können auch wandern. Es gibt andere Märkte, bei den Finanzmärkten, aber auch bei den Edelmetallen ist es so, dass wir da schon zwischen den einzelnen Dekaden doch deutliche Unterschiede sehen in den Ausprägungen von Saisonalitäten. Es gibt Märkte wie Magerschwein, also Lean Hogs zum Beispiel, kennen vielleicht die wenigsten und haben noch weniger Leute jemals gehandelt. Das ist zum Beispiel ein Markt, der extrem stabil ist. Wenn man da die letzten zwei Jahrzehnte übereinander legt, die sind fast deckungsgleich. Auch in der Ausprägung gibt es da kaum Unterschiede. Aber hier im US-Aktienmarkt, beziehungsweise spezifisch im Nasdaq 100, sieht man schon natürlich, dass dieser Abwärtseffekt, den wir auch hier versuchen zu nutzen, dass der nicht immer da ist, sondern dass der auch jetzt in den letzten 10 Jahren zum Beispiel nicht da war. Allerdings muss man auch klar sagen, wir sind natürlich in einem sehr weit fortgeschrittenen Bullenmarkt. Niemand kann das so genau sagen, wie lange der noch andauern wird. Aber was halt wichtig ist, ich sehe immer wieder den Fehler von Tradern, dass sie bei Saisonalitäten einfach den Chart sich anschauen. Und das ist ja eben ein gemittelter Chart, wo die ganzen unterjährigen Verläufe der letzten 20, 30 oder auch 40 Jahre übereinander gelegt sind. Da sind natürlich auch die Ausreißer dabei. Wenn man jetzt natürlich einen 30-Jahres-Chart nimmt, dann ist da natürlich 1987 mit dabei. Und das hat natürlich macht den Herbst natürlich unfassbar schwach. Wenn man das rausrechnen würde, sehe das auch wieder ein bisschen anders aus. Also man muss da ein bisschen aufpassen und sollte nicht nur aufgrund der Saisonalität handeln, denn bei den meisten, die erstmals mit Saisonalitäten in Berührung kommen, stelle ich fest oder registriere ich oder bekomme ich das Feedback, dass sie das eigentlich eher, dass es eher frustrierend wird, weil sie glauben, das müsste immer genau so laufen, aber das wird nur dann einen Vorteil bringen, wenn man das wieder und wieder und wieder macht. Also das muss klar sein, und es muss auch klar sein, dass Saisonalitäten mitunter in den einzelnen Märkten wandern. Deshalb rein saisonal ist es im langfristigen Kontext, wenn man jetzt nochmal ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte dazu nimmt, ist dieser Effekt schon auch wieder stärker. Aber dieser Effekt ist da, er ist aber nicht so stark, dass ich jetzt alleine auf der Saisonalität einen Trade aufbauen würde. Das ist nicht der Fall. Wir sehen das aber speziell, und das ist die gute Nachricht daran, dass es von der Ausprägung her natürlich unterschiedlich ist, aber man kann sagen, so ab Juli legt der Markt zumindest im Durchschnitt nicht mehr wesentlich zu. Also selbst hier in den letzten 10 Jahren war diese Phase eher schwach. Die war jetzt nicht so, dass man da Geld verdienen konnte, wesentlich auf der Short-Seite. Aber für mich persönlich ist es im Handeln immer wichtig, dass ich Dinge handle, die, wenn sie schlecht laufen, dass sie dann nur moderat schlecht laufen oder dass sie vielleicht plus minus null laufen. Das ist für mich persönlich schon absolut okay und sehr, sehr gut. Wenn etwas funktioniert, dass es dann gutes Geld verdient, und wenn es nicht funktioniert, dass es dann wenig verliert. Das ist, man wird irgendwann an den Punkt kommen, wo man versteht, dass das eine wichtige Einstellung ist, eine richtige Einstellung zu dieser ganzen Geschichte. Also Saisonalitäten wandern, und in diesem Markt ist es so, dass man natürlich von Dekade zu Dekade auch wirkliche Unterschiede sieht. Aber die gute Nachricht, so ab Mitte Juli kommt in der Regel nicht wesentlich was dazu. Ob es zu einer ausgeprägten Schwäche reicht oder für eine ausgeprägte Schwäche reicht, das wird sich dann von Jahr zu Jahr unterscheiden. Aber ist, glaube ich, eine ganz hilfreiche Betrachtungsweise.
Schauen wir uns die Intermarkets an. Da sehen wir jetzt den Nasdaq 100 in Relation, oder wir sehen den Spread. Das ist diese obere Linie, dieser klassische Chart hier mit der blauen Linie, das klassische Chartfenster. Das zeigt den Spread zwischen dem Nasdaq 100 und dem S&P 500. Ein Spread ist einfach nur die Differenz oder der Quotient zweier Märkte, also Markt A geteilt durch Markt B. Wie oft passt der Preis von Markt A in den Preis von Markt B? Das ist nichts anderes. Und das ist für den Aktienmarkt, kann man grundsätzlich sagen, in einem bullischen Modus ist es so, dass die Tech-Werte die Schwergewichte outperformen. Das heißt, also man wird es eigentlich immer sehen, dass Nebenwerte, gerade Technologiewerte, die Schwergewichte outperformen von der Prozentzahl her, von der prozentualen Performance. Und das sehen wir auch hier. 2009 im Frühjahr begann ja der Bullenmarkt. Und da war das auch so, dass dann der Nasdaq, also immer wenn diese Kurve ansteigt, in diese blaue Linie ansteigt, und speziell wenn sie über diesem roten gleitenden Durchschnitt ist, dann sind die Tech-Werte stärker als der S&P 500. Also dann ist der Nasdaq einfach am Drücker, dann ist er am Outperformen. Und wenn diese Kurve fällt, wie zum Beispiel hier oder wie auch jetzt jüngst, dann sind die Tech-Werte relativ schwach. Und ich persönlich achte, wenn ich aufgrund von Saisonalitäten, Zyklen oder was auch immer eine Vorstellung habe, eine Idee habe, eine Handelsidee habe, nach der der Aktienmarkt korrigieren soll, dann achte ich im nächsten Schritt auf die Intermarket-Relation und möchte sehen, dass die Tech-Werte, speziell der Nasdaq 100, relative Schwäche zeigen gegenüber dem breiten Markt, gegenüber dem Dow Jones, gegenüber dem S&P 500 und auch gegenüber dem Russell 2000, der sehr, sehr breit gefasst ist, der auch ein Technologieindex ist, aber der sehr, sehr breit gefasst ist. Und zuletzt haben wir das gesehen, dass der Nasdaq 100 deutlich schwächer performte als die anderen Indizes, speziell als die Schwergewichte. Und das ist ein Hinweis darauf, oder dafür kann ein Hinweis sein, dass wir jetzt in eine Korrektur übergehen. Manchmal sind das natürlich ganz, ganz temporäre Momentaufnahmen. Das kann sein, dass das vielleicht ein paar Tage so ist und dann ist es wieder vorbei. Aber jetzt haben wir das schon ein Weilchen, haben das schon ein paar Tage und auch in einer ganz ordentlichen Ausprägung. Von daher wäre jetzt gerade so im Nasdaq 100, wenn da die 2600er Marke fallen sollte, müsste es dort nochmal richtig Druck geben. Und der Nasdaq an sich hat jetzt rein aus Intermarket-Sicht, hat der schon mal Luft bis in die Region so eine 20% Korrektur vom jetzigen Niveau aus gehend, 4600, Entschuldigung, davon ausgehend darf man kalkulieren. Also Intermarkets zeigen an, Techs sind im Moment schwach, das kann sich natürlich wieder umkehren. Der Indikator hier unten drunter ist einfach ein Oszillator auf diesen Spread. Der gibt mir Hinweise, wann dieser aktuelle Schub der Outperformance oder Underperformance sich möglicherweise wieder umkehren kann. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Das heißt nicht, dass es bis hier unten laufen muss in dem Indikator, aber im Moment gibt es keinen Grund darauf zu setzen, dass die Techs wieder erstarken, sondern im Moment ist das eher eine Indikation, die nochmal das befeuert oder bestätigt, was wir hier sowieso als Handelsidee haben. Und zuletzt schauen wir auf die COT-Daten, sehen dabei natürlich auch einen langfristigen Chart. Da sieht man, was der Nasdaq 5600, ich habe vorhin 2600 gesagt, Entschuldigung, was der Nasdaq hier ab Frühjahr 2009 zugelegt hat, wahnsinnig. Von 1000 Punkte auf fast 6000 Punkte raufgegangen, jetzt stehen wir bei 5600 und oder knapp darüber. Und wenn die 5600 fallen sollte, das wäre so ein kritisches Level im kurzfristigen Zeitfenster. Wir wollen uns aber nicht mit dem Preis jetzt akut befassen, das wird der Stefan gleich machen, sondern wir wollen auf die COT-Daten schauen und dort sehen, ob wir von dieser Seite irgendwie Unterstützung bekommen. Und da sehen wir im klassischen COT-Report, das ist dieses obere Indikatorenfenster, das ist also der alte Report, den es schon seit, ich glaube, 1975 gibt, da sehen wir, dass die Commercials, das ist die rote Linie, dass die ja, insgesamt gar nicht mal so bearish sind im Moment, also noch gar nicht so bearish, die waren hier bearischer, hat aber nur einen kleinen Rücksetzer gebracht, ist auch in den Financial
Futures, also den Finanzmärkten, ist es ein bisschen schwieriger, nach den klassischen COT-Daten zu traden. Es kam dann ab 2006 der neue COT-Report dazu. Da wurden dann die Swap-Dealer rausgerechnet. Das ist ein bisschen komplizierteres Thema, was den Rahmen hier sprengen würde. Swap-Dealer sind im Prinzip meistens Großbanken, die, die den Haltern von Futures-Kontrakten ihre Kontrakte zu einem vielleicht ein bisschen besseren Preis abkaufen, außerbörslich, und ihrerseits quasi eine außerbörsliche Wette laufen haben auf eine bestimmte Marktentwicklung, und deren Aktionen, deren Positionen kommen im COT-Report dann vor, wenn sie diese Positionierung, diese Wette quasi über den Terminmarkt dann auf einmal wieder absichern wollen bzw. schließen wollen, also egalisieren wollen. Meistens ist es so, dass ich persönlich das, ich interpretiere es so, dass man dort nicht aufgegangene Wetten sieht. Also wenn die sehr stark kaufen, dann ist die Wette entsprechend nicht aufgegangen. Rote Linie hier unten im unteren Indikatorenfenster sind die Swap-Dealer. Die sind auch noch nicht wirklich super bearish. Das sieht auch noch relativ neutral aus. Also von den COT-Daten bekommt man hier keine Unterstützung. Heißt also insgesamt, wenn man das zusammenfasst von den Vorfiltern, COT-Daten sind neutral, sind aber jetzt auch für diesen Markt nicht so super aussagekräftig. Da gab es auch Korrekturen und scharfe Korrekturen und Rallies, die aus den COT-Daten überhaupt nicht indiziert wurden. Also von daher, hier gäbe es aber auf jeden Fall keine Unterstützung dafür. Auch kein, das widerstrebt dem auch nicht, was wir hier als Szenario auf dem Radar haben, aber unterstützt es jedenfalls nicht. Intermarket-technisch spricht vieles dafür, dass wir in eine Korrektur gerade übergehen, weil die Tech-Werte relative Schwäche zeigen. Das ist schon jetzt seit einer geraumen Zeit so. Und wenn das ein Weilchen andauert, dann spricht das dafür, dass wir in eine Korrektur übergehen, dass wir einen Taktwechsel im Markt haben. Und last but not least, wir haben es am Anfang gesehen, saisonal ist es so, dass ab Mitte Juli in der Regel nach oben nicht mehr allzu viel passiert im Durchschnitt. Manchmal wird das trotzdem der Fall sein. Aber wir haben auch gesehen, dass das in einem Markt, in einem Umfeld, wo es auch scharfe Korrekturen gibt insgesamt, in einem Bärenmarkt auch speziell, dass es dort natürlich viel ausgeprägter ist als in einem Bullenmarkt. Jetzt haben wir die letzten 10 Jahre fast, oder die letzten 8 Jahre einen Bullenmarkt gehabt, fast durchgängig. Und da haben wir diese Herbstschwäche nicht in einer wirklichen Ausprägung gesehen, sondern da lief das allenfalls flat. Heißt also für mich persönlich in der Konsequenz, ich bemesse anhand der Vorfilter immer, wie stark ich ein Engagement eingehe. Und ich bin bislang auch noch sehr verhalten auf der Short-Seite investiert. Ich gehe schon davon aus, dass wir korrigieren werden, aber so eindeutig ist die Situation jetzt noch nicht. Gerade auch vom Timing her ist das noch nicht so eindeutig, dass wir jetzt schon das Top sehen, sondern das kann durchaus nochmal einen Schub nach oben geben. Aus dem Grund wäre anhand der Vorfilter eher eine moderate Gewichtung anzuraten. Und wie man eventuell einen Einstieg vornehmen könnte, das kann uns der Stefan jetzt anhand der Charttechnik erläutern. Jawohl, ich versuche oder ich beginne auch mit dem Nasdaq hier zunächst auf der Monatsebene. Da sieht man einfach ein bisschen mehr, wo kommen wir her, wo gibt es oder wo gab es in der Vergangenheit wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsmarken. Und was man hier sehen kann, ist, wir hatten im Jahr 2015 hier ein Verkaufssignal. Damals ist dann der Markt auch hier zu einer Seitwärtsbewegung übergegangen. Dann hatten wir Ende 2016 eben dieses Kaufsignal, das allerdings schon auf relativ hohem Niveau erfolgt ist. Und da haben wir jetzt eben diese Bewegung nach oben. Die sieht man gleich in der Tagesebene noch etwas besser. Da ist auch ein Aufwärtstrendkanal damit ausgebildet worden. In dieser Monatsebene, wie gesagt, haben wir hier einen langfristigen Aufwärtstrendkanal und an dessen oberes Ende sind wir so langsam herangelaufen und haben jetzt aber zuletzt da uns wieder etwas davon entfernt. Sollte der Kurs jetzt so weiter nach unten nachgeben und dabei eben nicht mehr die Oberseite des Trendkanals erreichen, dann ist das schon ein massives Zeichen für Kursschwäche. Gut, soweit die langfristige Betrachtung. Gehen wir hier dann gleich 2 Ebenen tiefer rein in die Tagesebene. Hier sieht man eben diesen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, den ich vorhin erwähnt hatte.
Da war der Nasdaq beispielsweise hier im Jahr 2015 mal kurzfristig nach oben ausgebrochen, hatte da ein neues Hoch, ein neues Jahreshoch gebildet und im Anschluss ging es dann eben steil nach unten abwärts. Das ist das, was ich vorhin auch schon beim DAX erklärt habe. Wenn so ein Kurs aus einem aufwärtsgerichteten Trendkanal nach oben ausbricht, dann ist es ein Zeichen für eine Übertreibung und im Anschluss wird dann gerne die Unterseite des Trendkanals erreicht. Was wir hier jetzt haben seit Anfang des Jahres ist ebenfalls ein Ausbruch nach oben und dann mit einer Übertreibungsphase. Und jetzt haben wir hier in den letzten Wochen, beginnen wir hier so eine Art Umkehrformation auszubilden, die darauf hindeutet, dass wir eben wieder zurück an den Trendkanal laufen könnten. Und sollte es dann wirklich zu einem Wiedereintritt kommen, dann ist davon auszugehen, dass es eine etwas größere Korrektur eben geben wird. Um da allerdings auf der sicheren Seite zu sein, dass wir da nicht zu früh reinkommen, denn René hat es schon erwähnt, auch wenn die Saisonalität dafür spricht, dass wir eben nach unten weggehen, kann es durchaus sein, dass wir nochmal einen starken Juli bekommen und der Kurs dann vielleicht sogar nochmal ein neues Hoch erreicht, vielleicht die 6.000 dabei nochmal testen wird. Deswegen würden wir eine Short-Position erst aufbauen, wenn sich wirklich die Verkaufssignale häufen. Und in dem Fall arbeiten wir auch beim Nasdaq mit einer Stop-Buy-Order. In dem Fall, wenn der Index unter die 5.550 Punkte und damit eben unter dieses letzte Zwischentief hier nach unten wegtauchen würde, dann würden wir hier eine Short-Position eröffnen und die dann mit 5.910 und damit sind wir ganz knapp über dem Jahreshoch. Da würden wir dann die Short-Position absichern und die Ziele nach unten dann, wenn wir wirklich in den Trendkanal reinlaufen, das erste Kursziel wäre dann so die Unterseite dieser Konsolidierung 5.300 Punkte, dann im weiteren Verlauf dann schon die 5.000 Punkte selbst, die wir hier Ende des Jahres nochmal ganz kurz angetestet hatten, die 4.950, da sind wir dann auch hier an der Oberseite von der Konsolidierung und im weiteren Verlauf 4.650, was so die Unterseite der Konsolidierung ist, beziehungsweise 4.600 die Oberseite, was wir so März, April, Mai letzten Jahres hatten und dann letztendlich noch die Unterseite des Trendkanals, die sich dann hier irgendwann auch im Bereich um die 4.500 Punkte, 4.400 bewegen sollte. Das sind wir hier oben. So. Ich wiederhole am Ende, weil die Zeit jetzt doch schon ein bisschen fortgeschritten ist, gerade nochmal das Trading Setup, bevor ich dann heute nochmal zu Markus übergeben würde. Einstieg beim Nasdaq, Stop bei 5.550 Punkte, Ausstieg, Stoppkurs 5.910 Punkte und dann die Kursziele 5.300, 4.950, 4.650 bis 4.600 und dann die 4.500 Punkte nochmal. Und das war's von meiner Seite und jetzt darf der Markus nochmal. So, last but not least, danke Stefan. Steigen wir gleich mit der zweiten Strategie ein. Nasdaq 100, wie können wir es umsetzen? Wieder ein Turbo endlos, Short wählen. Wir haben gehört, es handelt sich hier auch wieder um saisonale Strategie, kurzfristige Rücksetzer. Die Eckdaten oder die Parameter hatte der Stefan eben angekündigt. Und deswegen schauen wir uns das doch gleich auch wieder einfach mal grafisch mit Hilfe des Guidance Desktop an. Und der sollte gleich bei Ihnen erscheinen. Wenn es Ihnen jetzt zu schnell gehen sollte, dann können Sie natürlich jederzeit gerne sich die Aufzeichnungen im Internet anschauen und da nochmal langsam durchgehen. Sie sehen jetzt, im Prinzip sehen Sie jetzt wieder den Guidance Desktop und wir sehen, dass von eben noch der DAX eingestellt ist. Wir suchen jetzt hier über die Basiswertsuche auf der linken Seite, suchen wir uns jetzt den Nasdaq, geben hier oben NAS ein, dann findet er schon dann gleich den Nasdaq 100 und klicken den an. Und wenn wir die Kurslevel eingeben, die der Stefan vorgegeben hatte, die 5.550 mit einem Stop-Buy versehen, weil wir aktuell bei 5.600 ungefähr Punkten sind im Nasdaq 100, geben wir das jetzt ein. Wir sehen aber hier, der Nasdaq ist hier jetzt erschienen, Einstieg wären dann die 5.550 Punkte. Kursziel wäre, ja, wir haben verschiedene gehört, ich gebe die 4.950 einmal ein,
nach unten und Stop-Loss. Ja, da lassen wir dem Produkt ein bisschen mehr Luft zum Atmen mit 5.910 Punkten nach oben. Wir bekommen jetzt die verschiedenen Produkte, ziehen uns aber jetzt hier oben auf der linken Seite nochmal die Grafik zurecht. Wie gesagt, oberstes Produkt am ähnlichsten ist bildet die Strategie am besten ab. Wir haben wieder dieselben Trading-Volumina, wieder hier in Prozent-Allokation. Und ich hoffe, Sie sehen es hier schön. Wir sehen jetzt hier oben die verschiedenen, oder hier unten jetzt wieder die verschiedenen Knockout-Level. Wir entfernen uns eben wieder nach oben. Wir fangen bei 5.900 an und gehen hoch bis 6.200. Wir sehen auch hier wieder, die ganzen eingegebenen Parameter übersetzen sich natürlich dann auch in die Produktwelt hier unten. Und wenn wir ein Produkt wählen würden mit einem Einstieg von 5.550 Punkten und es an, wenn die Stop-Buy-Strategie greift, wäre per heute das Produkt hätte einen Wert von 3,63 €, und wir wären aktuell noch bei einem Produktwert oder bei einem Kaufpreis von 3,21 €. Sie sehen auch, je weiter uns wieder entfernen von dem Stop-Loss-Level hier, sehen Sie auch, dass die Preise wieder hochgehen. Wir haben jetzt hier nicht so viele Produkte ausstehen wie beim DAX, das heißt, wir haben hier größere Sprünge drin. Was ich nochmal dazu sagen wollte, ist eben, dass wir schauen uns ja Endlos-Turbos an, und die werden ja auch auf täglicher Basis, werden da die Knockout-Schwellen nach oben gerollt, was dann zur Folge hat, dass eben, ja, dass das Produkt günstiger wird in dem Fall. Also wir haben jetzt hier oben die 3,63 € und durch die tägliche Anpassung, wenn nichts passieren würde, also der Basiswert sich nicht verändern würde, der aktuelle Kurs des Basiswertes, würde das Produkt von Tag zu Tag günstiger werden. Das heißt, man muss dann schon aufpassen, dass man das Limit, wenn man es dann auch setzt, ein bisschen großzügiger wählt oder also nach unten anpasst, zum Beispiel bei 3,50 €, keine Ahnung, 50 vielleicht oder 55 oder näher dran geht, oder täglich vielleicht auch im Guidance Desktop das überprüft, wo diese WKN dann letztendlich, wie teuer das Produkt dann ist, weil sich das eben verändert. Aber letztendlich verändert sich ja auch der Kurs des Basiswertes. Ja, das soll es gewesen sein. Die restlichen Infos oder die restlichen Informationen hatte ich eben schon deutlicher ausgeführt. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach nochmal ganz kurz zeigen, was Sie nächste Woche erwartet. Wir haben es jetzt 7:58. Ja, nächste Woche am 10.07. ist unser Chefstratege für Aktien und Asset Allocation, Christian Kahler, zu Gast bei uns. Und ich hoffe, dass Sie alle wieder zahlreich bei uns am Webinar teilnehmen. Ich möchte mich heute Abend ganz herzlich wieder bei unseren drei Referenten bedanken. Ingmar, René und Stefan, vielen Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und ich kann Ihnen jetzt nur noch sagen oder einen schönen Sommerabend wünschen. Ich hoffe, Sie haben es auch ganz schön draußen und bekommen noch ein bisschen Restsonne mit. Ja, hoffentlich bis zur nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, ja, it's Webinar-Time. Und ja, tschüss, und Ihnen natürlich eine erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut. Und natürlich wie immer auch von uns einen schönen Abend, gute Trades. Genießen Sie noch die Sonne, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.